Batman versus Teenage Mutant Ninja Turtles. Und da sind wir schon zum nächsten Päckchen von Turtle gegen Batman gegen Turtle so. Obwohl Turtle, Batman, wie auch immer. Super klasse, dass die zwei Superhelden zusammengekommen sind. Hätte ich mir nie erträumen lassen. Mega cool. Und das ist natürlich zu diesem lustigen Zeichentrickfilm, zu diesem Film hier. Auch noch Actionfiguren gibt. Mega cool. Hab lange, lange nach denen gesucht. Ich habe die noch nicht komplett. Mir fehlt Leonardo und Batman. Raphael und Robin. Zwei ganz wichtige Päckchen, die mir noch fehlen. Aber ich habe die Suche noch nicht aufgegeben. Jetzt haben wir aber hier erstmal Alfred und Michelangelo. Und die haben auch einiges an Zubehör und ich habe auch hier schon gesehen, Pizzastück beim Alfred, Pizzastück beim Michelangelo. Ich sehe schon, meine ganze Pizza kriege ich vielleicht doch noch beisammen. Jetzt holen wir die erstmal vorsichtig raus. Wie die Verpackung aussieht, habe ich glaube ich jetzt schon ein paar Mal gezeigt. Aber hier nochmal sehr schön vorne an der Front mit dem Panzer, finde ich richtig cool. Dann hinten nochmal alle Figuren und Zweierpacks, die es so gibt. Und wir sind jetzt hier bei Michelangelo und Alfred. Und die zwei Päckchen fehlen. Die fehlen einfach und ich komme im Moment nicht dran. Ja, gut. Dann mal wollen wir mal das Päckchen aufmachen. Michelangelo ist jetzt ausgepackt. Ich habe ihm gleich mal die Pizza in die Hand gegeben. Also er hat zwei Fäuste und ich habe eine Faust gleich mal ausgetauscht gegen eine Greifhand hier, damit er das Pizzastück in die Hand nehmen kann, weil die Hand ist schon sehr fest. Also man kann das nicht wirklich schön, ja, wenn die ein bisschen gummihaft wäre, könnte man die ein bisschen auseinanderziehen, aber das ist echt fest. Also die Nunchucks passen zwar noch rein, aber das ist wirklich eine. Also die Hände sind wirklich fest. Das macht das Ganze ein bisschen schwerer. Aber es hat ja geklappt. So, was hat Michelangelo dabei? Er hat zwei offene Hände, wie auch die anderen Turtles. Ja, für Karateschläge und sonstiges. Sehen ganz gut aus, sind schön bemalt. Auch die Struktur hier und die Form, die fühlen sich auch so matt an, finde ich so komplett in Ordnung. Gefallen mir sehr gut. Bin einfach hier reingestüpselt. Dann hat er zwei weitere Hände. Also einmal habe ich jetzt hier die Faust, die an ihm dran war, und einmal so eine offene Hand. Was ich nicht gut finde, ist, dass die wirklich enorm fest sind. Wenn ich jetzt was anderes in die Hand legen würde, da wäre es schon schwierig. So, dann haben wir hier die Faust. Ich finde, die ist richtig gut gemacht. Sieht auch richtig gut aus. Richtig klasse. Gefällt mir. Die Hände an sich gefallen mir sehr gut. Genau. Somit hat er vier Hände zum Austauschen. Und zwei Hände hat er ja bei sich dran. Dann haben wir die Nunchucks hier. Nunchucks. Die sind richtig cool. Also, die gefallen mir richtig gut. Die sind in zwei Farben. Braun unten für das Holz. Und oben so ein bisschen grau halt als Metall und die Kette ist aus Metall. Das finde ich immer am allerschönsten, dass die nicht so aus Plastik und steif ist. Die ist wirklich hier aus Metall und dann kann er seine ganzen Tricks machen. Das wirkt einfach viel besser, finde ich, viel hochwertiger und sieht natürlich auch klasse aus, wenn er die in der Hand hat oder wenn er sie auch bei sich im Gürtel stecken hat. Ich hoffe, die passen dann, wobei ich schon gesehen habe, dass er hier so Taschen hat. Die sind bestimmt dafür gedacht. Ja. Schon richtig cool. Also die gefallen mir auf jeden Fall. Die sind gut gelungen. So, dann hat er ein Pizzastück, der Michelangelo, was so richtig gut ist, weil so kriegen wir langsam eine große Pizza zusammen. Bei den ganzen Pizzastücken, die er hat. Ich finde sein Gesicht richtig schnucklig.
Der sieht richtig süß aus. Michelangelo ist ja so immer der eher der kleine und süße. Auch hier die ganzen Farben und Strukturen, so die mehr zum Comic deuten. Hier auch die ganzen Linien. Ich finde, die sehen auch ganz gut aus. Passt halt zu dem Zeichentrickfilm. Finde ich auf jeden Fall sehr gut gelungen. So, dann haben wir hier die Beweglichkeit am Fuß. Das haben die anderen Turtles auch, ganz normal. So sieht der Fuß aus. Hat hier eine Bewegung komplett drinnen. Links, rechts, vor, runter und wie auch immer. Dann ein doppeltes Kniegelenk. Finde ich auch sehr gut. Hier sieht man auch die Stützen hier sind alle braun gehalten. Bei Donatello waren die jetzt lila. Hier sind sie jetzt nicht orange passend zu Michelangelo. Aber ist okay, es muss ja nicht jeder Turtle immer komplett gleich sein. So kleine Unterschiede, die sind ja auch unterschiedlich vom Charakter und so, dann ist es auch völlig in Ordnung. Finde ich sehr gut. Beweglichkeit ist wie bei allen anderen gut gegeben halt. Muss halt gucken, wegen hier dem Gürtel, aber das passt sich an, das ist völlig okay. Finde ich super in Ordnung. Dann hatte seinen mega dicken Gürtel hier mit einem M für Michelangelo. Finde ich auch gut, ist aus Gummi, ist drauf. Sieht auch gut aus. Jetzt schauen wir auch gleich mal. Die Nunchucks, die kriegen wir da bestimmt rein. Ich finde es immer cool, wenn die so hier drin sind, so im Gürtel komplett rein, einfach so an der Seite. Ich finde, das sieht einfach realistischer und cooler aus, wie in den Filmen. Aber ich finde es auch hier völlig okay, wenn die so eine bisschen eine extra Tasche oder so haben. Ja, das ist unten geschlossen. Ja, das geht eigentlich auch. Also ich bin es halt bei Michelangelo eher gewöhnt, dass, genauso wie bei Raphael, dass sie so einen Gürtel das drin stecken haben. Und nicht, dass sie dafür eine extra kleine Tasche haben. Aber ist okay. Ist immer jedenfalls gut, dass die irgendwo an ihm dran sein können. Damit die auf gar keinen Fall verloren gehen. So. Ja, jetzt stehen die so ein bisschen am Rand ab. Aber ich denke, das ist in Ordnung. Das ist okay. Jetzt sehen wir aber hier die Bewegung nicht. Deswegen nehme ich eins wieder raus. Hier ist nämlich die Bewegung in dem Panzer. Voll lustig gemacht. Der kann sich hier unten rum bewegen. So minimal. Ui. Ja, ist auf jeden Fall cool. Mehr Bewegung, mehr Möglichkeiten, sage ich immer. Der Panzer ist auch schön gemacht. Die Bandanas, die so lässig locker da über ihn hängen, finde ich auch mega cool. Ja, die Hand, die ist hier auch komplett beweglich. Und ja, hier im Ellenbogen auch ein Gelenk. Kann auch komplett die Hand bewegen und hier in den Oberarmen auch. Soweit das geht, müssen wir halt gucken. So, der Kopf ist komplett beweglich, also so hier die minimalen Bewegungen, dass er mal hoch und mal runter gucken kann, mal an die Seite. Müssen halt gucken, wenn die Bandanas natürlich hier so hoch abstehen, sieht das immer ein bisschen seltsam aus. Aber ansonsten ist das ganz cool. Die sind aus Gummi, sind halt sehr dünn. Das Gesicht finde ich richtig cool gemacht, hier mit dem Strich. Das Grinsen von Michelangelo. Ja, so sieht er dann von der Seite aus. Richtig schick. Mit seinem Panzer auch, passt auch von den Proportionen. Der ist auch ein bisschen aus Gummi, den kann man so ein bisschen hier eindrücken. Ist aber trotzdem fest. Also man merkt nur hier, das ist ein bisschen gummihaft. Hier ganz klein und dünn. Bandana. Ich würde es sogar besser finden, wenn es nicht nur so ein bisschen hier drauf gemalt ist, sondern mehr drauf. Richtig strukturiert. Aber es ist okay. Als Cartoon-Figur ist das schon okay. Wäre jetzt nur für mich so ein bisschen. So, der Panzer an sich sieht sehr schön aus. Hat hier nochmal so eine dunkle Betonung. Ich finde, das sieht richtig klasse aus. Schöner Panzer. Mir stören halt so ein bisschen die Klebespuren, was hier ist. Das finde ich nicht ganz so schön. Gucken, ob ich das überdecken kann. Aber so an sich sieht es richtig gut aus. Richtig klasse Turtle, kleiner Michelangelo hier. Und auch hier in den Seiten. So sieht es dann drin aus. Klasse, oder? So im Allen und Ganzen sieht er richtig cool aus. Gefällt mir. Auch sein Gesichtsausdruck. Jetzt wollen wir ihm aber die Nunchucks mal in die Hand geben. Denn das war es auch an Zubehör von, ach, die Hand war schon richtig, das Zubehör von Michelangelo. Das sind nur die austauschbaren Hände. Und zwar 4 Stück, die Nunchucks und das Pizzastück.
Mehr hat Michelangelo nicht dabei gehabt. Das Skateboard zu Michelangelo hat ja der Alfred bei sich. Den werden wir auch gleich öffnen. So. Und dann hat Michelangelo auf jeden Fall noch ein Zubehör mehr. Der Alfred hat ja auch noch alles mögliche an Zubehör gehabt. Und auch ein Pizzastück. So. Oh, komm schon. Das mit den Händen austauschen ist immer so schwer. Köpfe austauschen vor allem ist auch schwer. So, ich habe es aber hingekriegt. Ich bin halt immer lieber ein bisschen vorsichtiger. Nicht, dass mir was abbricht. Das passiert ja auch immer wieder mal. Da muss man echt aufpassen. So, und so würde Michelangelo aussehen. In seiner, ja, Kampfposition. Wobei er eher niedlich aussieht. ja, putzig, oder? Gucken wir mal, ob er stehen bleibt. So, an sich haben die schöne, stabile Füße. Das dürfte kein Problem sein. Das wäre Michelangelo. Der kleine, putzige. Und können wir mal schauen. Ich habe hier Donatello, den können wir mal eben anstellen. Damit man ein bisschen den Größenverhältnis, die Größenverhältnisse hier. Ah, cool, oder? Das sieht man auch gleich. Donatello ist größer. Auf jeden Fall cool gemacht. Der Michelangelo war immer so der kleine Süße. Und ja, zwei Turtles haben wir schon mal. Gibt auf jeden Fall ein schönes Gesamtbild. Und jetzt wollen wir uns mal Alfred schnappen. Und schauen, was Alfred alles dabei hat. Denn hier, Alfred hat das Skateboard von Michelangelo. Und das wollen wir auf jeden Fall rausholen. Dann sehen wir uns zum nächsten Turtle-Video mit Alfred. Bis dahin, bye bye!